Hallo zusammen, heute geht's bei mir um die Brand News Classic Box. Das ist diese hier. Die gibt es für 13,99 Euro im Abo auf brandnews.de. Den Link dazu gibt es hier wieder wie immer in der Videobeschreibung. Und heute wollen wir mal herausfinden, was da alles drin ist. Vielleicht sollte ich euch noch mal kurz erklären, was die Brand News Box ist. Und das lese ich hier ab, hier von meinem Bildschirm. In der Brand News Box laut Werbeversprechen, da steht drin, probiere die neuesten Markenprodukte als allererstes. Jeden Monat gibt es dann eine Überraschungsbox direkt nach Hause geliefert mit über 18 Euro Warenwert. Und wie gesagt, ich habe 13,99 dafür bezahlt. Und es sollen nur Originalwaren und keinerlei Proben drin sein. Das Abo ist übrigens jederzeit kündbar und man hat keine Mindestvertragslaufzeit. Aber jetzt schauen wir uns doch mal an, was da alles so drin ist. Also machen wir das ganze Baby jetzt mal auf und dann lege ich die Sachen hier an die Seite und zeige euch, was drin ist. So, ich zeige euch mal, wie es verpackt ist. Das sieht so aus und ihr seht schon, die ersten Sachen, die da drin sind, sind gar nicht so schlecht. Erstmal hier ein Willkommensbrief und Hinweis auf einen Produkttest bei Brand News. So, und dann schauen wir mal genau nach. Hier sind zum ersten Oreo Crunchies. Dann, das kenne ich überhaupt nicht, Chia Cup Deep Berry. Das scheint irgendwie ein Pulver. Ach, das ist ein Dessert. Okay. Ich muss das mal alles jetzt hier so ein bisschen hinlegen. Shogetten Sorte des Jahres Biscoff. Köln Haferflocken Müsli des Jahres Chai und Schoko. Fun Crisp Snacks Sour Cream and Onion. Nochmal das Dessert. Lachgummi Heroes. Eine Dose Red Bull Cola. Ein Snickers Creamy Peanut Butter. Milford Kühl und Lecker Wildbeere. Ein Kaltgetränk zum Aufgießen und wie es ausschaut, war es das. Ich gucke aber mal noch mal genauer. Nein, das war es noch nicht. Eine Flasche Werder Tomatenketchup. Haben wir hier drunter auch noch was? Ach ja, natürlich. Homann Tomaten Rahmsoße. Und Bitburger Maibock, eine Flasche. Aber das scheint es jetzt gewesen zu sein. Die Box ist leer, also kann die jetzt erstmal weg. Nachdem ich jetzt die Recherche hier abgeschlossen habe und alle Artikel mal im Internet eingegeben habe, habe ich mir auch nochmal den Flyer, wo ich anfangs sagte, das ist Werbung für einen Produkttest, mal genauer angeguckt und hier führt Brand News unter anderem auch alle Produkte auf, sogar mit einzelnen Preisen. Hätte ich mir so ein bisschen was ersparen können. Allerdings, ich wäre nicht Micha, wenn ich das mal gegenrechnen würde. Ich habe also auf verschiedenen Webseiten geguckt und eigentlich immer so nach dem billigsten Kaufpreis des jeweiligen Produktes geguckt. Ein einziges habe ich nicht gefunden und zwar ging das um die Homann Tomaten Rahmsoße. Da habe ich
keinerlei Informationen gefunden. Zwar auf der Homan-Webseite wird das Produkt vorgestellt, allerdings ohne Preis. Brand News gibt es hier an mit dem Launch im Februar 2021 für 1,49 Euro. Die vergleichbaren Homan-Soßen in dem 400-Milliliter-Glas kosten aber so alle so um die 1,80. Deswegen habe ich den Preis jetzt auch mal angerechnet. Dann fangen wir mal an, die Preise miteinander zu vergleichen und aufzuzählen. Und wir beginnen mit den Köln Knusperflocken. Hier gibt Brand News an 2,99 €. Ich habe sie für 2,69 Euro im Internet gefunden. Als nächstes die Fun Crisp Supreme für 2,49 €, wobei Brand News sie für 2,39 € angibt. Mit dem Launch im Februar 2020. Dann kommt der Werder Tomatenketchup. 1,39 €. Ich habe ihn gefunden für 1,22 €. Bitburger Maibock. Gut, einzelne Flaschen kann man natürlich auch kaufen. Und jetzt habe ich hier ohne Pfand gerechnet. Wo habe ich meine Liste? Da, Bitburger Maibock. 75 Cent ohne Pfand und das deckt sich mit der Preisangabe von Brand News. Red Bull Cola. Brand News sagt 1,39 €. Ich habe es allerdings für 95 Cent gefunden. Tja, Homan Tomatensoße. Tomatenrahmsoße muss man ja genau sagen. Da sagt Brand News 1,49 € mit der Veröffentlichung im Februar 2021. Ich habe es noch nicht gefunden, aber ich habe da jetzt einfach mal einen Preis von 1,80 € angesetzt. Milford, das Aufgussgetränk, 2,59 € laut Brand News und ich habe es für 2,39 € gefunden. Dann kommt das Snickers Creamy. 47 Cent. So meine Recherche. Und Brand News sagt 95 Cent. Und es soll seit März 2021 da sein. Lachgummi Heroes. 99 Cent, sagt Brand News. Und ich habe sie gefunden für 1,19 €. Dann die Schogetten Lotus, die Sorte des Jahres. 1,09 €, sagt Brand News. Und ich habe sie allerdings gefunden für 99 Cent. Zweimal das Dessert Pink Chia Cup Deep Berry von Davard. Je 1,99 € und das deckt sich auch mit dem, was ich gefunden habe. Und last but not least, Oreo Crunchies. Ich habe es gefunden für 1,79 € und Brand News sagt 1,59 €. So, und nun zählen wir doch mal alles zusammen.
Also mein Fazit zum Brand News Abo. Zum ersten, Brand News verspricht nichts, was sie nicht halten können. Denn sie sagen ja, dass sie Produkte mit mindestens 18 Euro Warenwert haben. Den haben sie. Allerdings, ich weiß nicht, ob es sich so richtig lohnt. Wenn man Single ist, mit Sicherheit, könnte man damit klarkommen. Aber wir jetzt zum Beispiel mit einem 3-Personen-Haushalt, was soll ich mit einer Pulle Bier? Oder, ja, ein Glas Tomatensoße? Ich weiß es nicht. Es muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden, ob er das macht. Weil, wenn man jetzt zusammenlebt und der eine isst gerne Oreo und der andere nicht, ist das natürlich auch schon wieder so eine Sache. Ganz so schlecht finde ich es nicht. Mir ging es ja auch eigentlich nur darum, hält Brand News das, was sie versprechen? Und das tun sie. Wie gesagt, Brand News, ich verlinke euch das nach hier unten. Ich bin auf Brand News eigentlich gekommen, weil die immer mal wieder Produkttests anbieten, die auch nicht die schlechtesten sind. Wenn dir das hier gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, lass ein Abo da und ich freue mich auf das nächste Mal.